Ja, moin Leute. Ich bin mal wieder hier im schönen Nadelwald im Hunsrück. Und ja, wir sind jetzt schon ein kleines Stück in den Wald reingegangen. Haben auch schon zwei kleine Maröhnchen gefunden. Und hier ist er. Der erste Fichtensteinpilz. Noch richtig schön jung. So. Ja, so sollen sie sein. Richtig schön fest. Der kommt mit. Ja, und die Maronenröhrlinge sind natürlich auch da. Mit dem wirklich schönen kastanienbraunen Hut. Die in dem Fall noch sehr hellen Röhren, die werden ja später ein bisschen grünlicher. Und diesem haselbraunen Stiel. Und jetzt zeige ich euch mal hier die Stelle ein bisschen. Denn eine Marone steht selten allein. Da ist immer noch gut, ein bisschen drumherum zu schauen. Und so klein und knackig sind sie natürlich am besten. Die ersten Trompetenpfifferlinge sind hier auch nicht weit. Hier kommen sie überall. Können wir einen rausmachen. Typisch mit dem gelben Stiel und hier unten die Leisten. Das grenzt den gut vom Gallertkäppchen ab, denn das Gallertkäppchen hat keine Leisten. Ja, hat auch meistens hier so einen eher trichterförmigen Hut. Von der Hutfarbe können die recht variabel sein, von einem sehr dunklen Braun bis zu einem gelblichen Braun, was wir hier haben. Aber die Trompetenpfifferlinge an der Stelle, die lassen wir mal als stehen, denn da haben wir andere Stellen, da sind sie viel größer. Da lohnt sich das ein bisschen mehr. Ja, hier kann man auch mal wieder schön sehen, wie sehr sich diese Steinpilze verstecken können. Mit dem mal rausmachen. Und die kann man auch schön diesen weißen Rand sehen. Am Hutrand, der für den Fichtensteinpilz ganz typisch ist. Das hat der Sommersteinpilz nicht. Ja, dann hätte er hier noch so ein weißes Stielnetz. Das kann man jetzt leider nicht so gut erkennen. Und hier die weißen Röhren, die im Alter von, also erst gelblich werden und dann so richtig olivgrün. Und wenn man den jetzt halb schneiden würde, da würde diese bräunliche Färbung ein bisschen in den Hut reingehen, also ein bisschen ins Hutfleisch wäre diese Färbung. Ja, hier haben sich jetzt die nächsten zwei Speisepilze finden lassen. Das hier einmal ein Birkenpilz. Könnt ihr schön diese braunen Flöckchen hier am Stiel erkennen. Also typisch für die ganzen Raufußröhrlinge. Und diesen bräunlichen Hut mit ja, diesen weißlich-gräulichen Röhren. Und direkt hier angrenzend am Stamm haben wir noch rauchblättrige Schwefelköpfe. Im Gegensatz zum grünblättrigen Schwefelkopf fehlen ihm jegliche Grüntöne. Also wir haben hier im Gegensatz zu diesen grünischen, da haben wir eher so rauchgraue. Den grünblättrigen müssten wir gleich auch noch finden, da können wir die mal schön vergleichen. Auch dieser Hut ist eher so, ja, so ein gelblich-bräunliche. Und auch der Stiel nach unten hin etwas bräunlicher und zum Hut hin wird er dann ein bisschen heller. Also dieser ganze Pilz geht eher ins Bräunliche rein. Der rauchblättrige Schwefelkopf, ein sehr guter Speisepilz, aber da muss man dann auch aufpassen, dass man den nicht mit dem grünblättrigen verwechselt, weil der wäre ja giftig. Ja, der erste Giftpilz für heute ist hier der Schönfußröhrling mit seinem eher so hellbraun bis ja so braun-gräulich, silbrig-braunen Hut. Der hat im Gegensatz zum Hexenröhrling, mit dem man den verwechseln kann, gelbe Röhren. Und hier der Stiel ist so rötlich und ja, da wäre auch ein Netz drauf. Aber den möchte ich jetzt nicht rausmachen, weil der wäre ja eh giftig. Und vielleicht finden wir da noch einen größeren, wo man das mal genauer zeigen kann. Weil der ist ja total winzig. Ja, er wird sich auch blau verfärben. Aber ja, wenn man den sich genau anguckt, dann kann man den eigentlich nicht mit den Hexenröhrlingen verwechseln. Ja, also Steinpilze gibt es bis jetzt noch ziemlich wenig, also da muss man hier gut nachsuchen, aber bis jetzt waren sie almadenfrei, also im Gegensatz zu vor einer Woche, da war das ja wirklich schlimm. Und so sind sie natürlich sehr schön und
Ja, es sind jetzt auch gar nicht mehr so viele kleine Steinpilze da. Die sind jetzt schon ein bisschen was größer. Also den hier muss ich euch einfach auch nochmal zeigen. Das ist hier wieder ein gemeiner Birkenpilz. Und wirklich wunderschön. Hier ist die Birke dazu, also der Symbiosepartner. Und den werden wir jetzt auch mal entnehmen. Ja, im jungen Zustand sind die Röhren noch richtig schön weißlich. Wir haben hier diese mehr oder weniger stark ausgeprägte Beflockung mit diesen schwarzen Pünktchen. Den dunklen Hut. Die können, wie gesagt, sehr variabel sein. Da hatte ich euch ja eben den anderen gezeigt, aber ein bisschen heller. Ja, und so schön fest. Da kommen sie natürlich noch mit. Die werden leider sehr schnell weich, die Birkenpilze. Da muss man einfach mal gucken. Da sind die Rotkappen wirklich etwas besser, weil die bleiben viel länger fest. Ja, ich sag's doch, die Grünblättrigen, die lassen sich auf jeden Fall heute noch finden. Und hier haben wir wirklich eine riesige Gruppe, die sich hier unter dem Moos auf diesem Stamm hochdrückt. Und jetzt können wir die beiden mal vergleichen. Da sehen wir die Grünblättrigen, die haben schon deutlich diese Grüntöne überall drinne. Vor allem hier in den Lamellen, die kann man jetzt leider noch nicht so gut erkennen, weil ja auch noch das Velum drum ist, also die Teilhülle. Die haben sie übrigens beide. Die ist aber bei beiden sehr vergänglich. Und da kann man ja mal schön sehen, also der Rauchblättrige hat diese Grüntöne allgemein nicht. Man könnte es auch noch probieren. Der Grünblättrige würde bitter schmecken und der Rauchblättrige eben mild. Aber man kann sie schon an den äußeren Merkmalen sehr gut unterscheiden. Da muss man eigentlich nicht probieren und ich würde eigentlich auch eher von abraten. Ja, die Fliegenpilze begleiten uns auch heute immer mal wieder auf unserer Runde. Sind wirklich sehr schön anzusehen. Aber wie jeder weiß, ist ja ein Giftpilz. Und deswegen bleiben sie stehen. Aber was da gut ist, er gilt ja als Steinpilzanzeiger, weil er ein ähnliches Substrat wie der Fichtensteinpilz bevorzugt. So Leute, hier ist noch mal eine kleine Kerl. Riecht total schön. Jetzt vom Regen auch wieder ein bisschen schleimig oben drauf. Ich will jetzt mal putzen. Also erstmal immer schön hier an der Seite ein bisschen abschälen. Da hat man unten noch mehr vom Stiel. Wie diese gelben Stellen, die müssen weg. Das ist irgendwas anderes. Ja, und wenn ihr auch so gern Steinpilz sammelt wie ich, dann schaut doch mal beim Gardekanal vorbei, das Video über den Steinpilzkalender. Also ich muss ja sagen, der hat sich für das Ding richtig Mühe gegeben. Ich finde ihn richtig schön geschrieben. Also da gibt es zwei Artporträts, ein paar kreativere Texte, ein paar Rezeptideen etc. Also wirklich total schön geschrieben, mit sehr vielen schönen Bildern. Und auch noch so ein paar zusätzlichen Feiertagen, also neben den gesetzlichen. Ich verlinke euch das mal ohne das Video dazu. Und den Shop, wo ihr den kaufen könnt, weil ich finde, das wirklich richtig schön gemacht. Ja, hier hätten wir noch eine Wulstlingsart, die ich gar nicht ganz so oft finde. Also bis jetzt nur hier in diesen Fichtenwäldern. Und das ist der porphyrbraune Wulstling. Sieht dem Grauen sehr ähnlich. Aber der ist da etwas meistens dunkler in der Farbe, so mehr dunkelbraun-gräulich, also in der Mitte meistens richtig dunkel und zum Rand etwas heller. Dann hat er auch eine Manschette. Wie der Stiel ist meistens so, also es sieht fast aus wie so ein bisschen genattert hier unterhalb der Manschette. Und der hat eine wirklich stark abgesetzte Knolle. Den habe ich jetzt leider nicht ganz rausbekommen. Aber das kann man hier, denke ich, sehr gut sehen und die Knolle kann manchmal wirklich riesig sein. Ja, riechen tut er eher neutral bis ganz leicht rettichartig, also so würde ich das beschreiben. Ja, der porphyrbraune Wulstling ist übrigens kein Speisepilz, also die bleiben dann auch hier. Ja, und die erste Heiderotkappe hat sich jetzt auch finden lassen. Gut, an den meisten Stellen war jetzt nichts mehr, aber die Dinger, die kommen ja schon seit Mitte Juli und so viel wie da schon kam, also da muss ja nun langsam mal Schluss sein. Aber die ist noch schön fest. Die kommt noch mit. Ja, typisch für die Heiderotkappe, um es auch von der Espenrotkappe abzugrenzen. Ja gut, ist erstmal der Standort. Die wächst unter Birken und nicht unter Espen.
Dann ist der Stiel hier viel stärker beschuppt, also mit diesen schwarzen Pünktchen. Die Röhren sind im jungen Alter viel dunkler, also so richtig dunkelgrau, fast schwärzlich. Und ja, von der Hutfarbe kann sie mal schon ein bisschen blasser sein. Die Espenrotkappe ist ja in der Regel etwas intensiver, aber das ist auch variabel, also das ist kein Unterscheidungsmerkmal. Ja, beide sind wirklich total gute Speisepilze, auch wenn man die verwechselt, ist das nicht schlimm. Und die kommt natürlich mit. Was ich euch da später noch zeigen kann, ist die Verfärbung. Die Heiderotkappe verfärbt sich unten an dem Stiel so ein bisschen bläulich, türkis. Und die Espenrotkappe hat diese bläulich-türkis-Verfärbung eben nicht. Ja, ein weiterer typischer Pilz unter Birken, das ist der olivbraune Milchling. Wird auch Mordschwamm genannt. Ja, so giftig ist der eigentlich nicht. Der wird in Teilen Russlands sogar gegessen, also allgemein Osteuropa, da wird er siliert. Ja, das ist jetzt schon ein etwas älteres Exemplar, das sind die Lamellen hier schon zum Teil verschimmelt. Die sind normalerweise hier so ja, weißlich bis cremefarben. Und bei Verletzungen, da kommt dann diese Milch hier raus. Der Stiel ist so olivgrünlich-bräunlich, genauso wie der Hut. Sehr dunkel, olivbraun, olivgrün. Ja, wie gesagt, der gilt nicht als Speisepilz. Der wird zum Teil, wie gesagt, gegessen, aber ich würde davon stark abraten. Sowas muss man ja nicht essen. Aber wirklich sehr schön anzusehen. Ja, wir haben sich jetzt doch noch ein paar Rotkäppchen finden lassen. Und hier die zwei sehen aber besonders schön aus. Die kann man dann nochmal schön zeigen. Schön. Ja, hier kann man nochmal schön die Beflockung vom Stiel sehen, also diese Pünktchen. Bei der eben waren die ja total abgefressen. Und auch hier, die ist ja schon mal ein bisschen größer, da sehen wir auch die Röhren, haben immer auch diesen leicht gräulichen Schimmer. Das hätte die Espenrotkappe eher nicht, also da sind sie viel heller. Ja, also hier in dem Stück machen sich die Maronröhrlinge echt rar. Ja, hier so schön fett. So sind sie doch am schönsten, sollen sie am besten alle sein. Ja, wir haben den Wald jetzt mal gewechselt. Und wie ihr seht, wir sind noch nicht sehr weit rein. Und schon steht hier das erste Steinpilzchen. Ja, der fühlt sich auch noch sehr fest an. Und direkt daneben ein Marönchen, hier sieht man mal schön im Alter. Die Röhren, die etwas dunkler werden, also eher so ins Grünische reingehen. Und hier kann man auch die Blauverfärbung bei Druck sehen. Ja, im Gegensatz zum Schönfußröhrling haben wir jetzt mal hier den Hexenröhrling. Das ist der doppelstielige Hexenröhrling. Da kann man auch schön schon hier von oben sehen, die Hutfarbe sieht da gänzlich anders aus, die ist eher so ins Lederbraune gehend. Er scheint hier noch so leicht samtig im jungen Alter. Wenn sie feucht wird, kann das auch mal so schmierig erscheinen. Dann haben wir hier im Gegensatz zum Schönfußröhrling rotporige Röhren, also die Röhrenmündung ist in Rot. Wenn wir uns die Röhren anschauen, die sind ja eigentlich gelblich, laufen jetzt natürlich sehr schnell blau an. Dann haben wir auch so einen rötlichen Stiel, der hat hier aber im Gegensatz zum Schönfußröhrling kein Netz, sondern nur diese Flöckchen. Wenn wir das Ganze anschneiden, der hat hier ein gelbliches Fleisch. Ja, ein Schönfußröhrling habe ich jetzt eben leider nicht angeschnitten. Der hätte ein etwas helleres Fleisch, zwar auch gelblich, aber nicht so dunkelgelb wie der Hexenröhrling. Und beide bläuen, wie gesagt. Ja, der Hexenröhrling, ein wunderbarer Speisepilz. Der kommt natürlich mit. Und ja, wenn man sich die beiden mal anguckt, da kann man die eigentlich nicht verwechseln. Also Leute, schaut euch die Pilze bitte vorher an, bevor ihr sie sammelt, weil eine Verwechslung, das muss ja nicht sein. Ja, die Nebelkappe, die momentan ja wirklich wieder Massen anzutreffen ist, die ist immer wieder ein schönes Beispiel, warum man aktuelle Literatur verwenden sollte. Denn die Nebelkappe war früher ein Speisepilz und dann gab es eben halt so ein paar Fälle, wo Unverträglichkeiten auftraten. Ja, und dann wurde ein bisschen an dem Pilz geforscht und dann wurde ein Stoff drin gefunden, das Nebularin. Und ja, das
wirkt eben zytotoxisch und deswegen wird da mittlerweile von abgeraten. Ja, hier die Nebelkappe kann wirklich riesig groß werden. Hat so einen bräunlich-gräulichen Hut, meist zum Rand etwas ausblassend. Im Alter kann es dann auch mal hier so wellig werden. Wir haben hier weißliche Lamellen, ja, bis leicht cremefarben. Der Stiel kann mal leicht gräulich-bräunlich erscheinen. Meistens ist er auch eher so weißlich. Und hier auch unten am Pilz haben wir meistens immer ein richtig großes Stück, was mit mycelium-durchwachsenem Substrat mit rauskommt. Das Fleisch ist hier weißlich und wenn man dran riecht, riecht die erst so süßlich und mit der Zeit wird das dann so unangenehm aufdringlich. Ja, hier könnt ihr auch noch mal ein paar mehr Exemplare sehen. Na, was haben wir denn da? Naja. Können sich immer so schön verstecken. Ja, ein paar Meter neben dem Steinpilz, da hätten wir den nächsten typischen Steinpilzanzeiger. Das ist hier der Mehlrässling. Ne? Der hat so leicht rosa angehauchte Lamellen, vor allem im Alter. Das kommt von den Sporen, weil das Sporenpulver ist hier leicht rosa. Der Hut ist hier so weißlich. Kann ganz jung immer so leicht gräulich erscheinen. Und wenn man dran riecht, dann riecht er so richtig mehlig. Daher auch der Name. Gut, man könnte ihn sogar essen, aber davon wird abgeraten, wegen den ganzen weißen giftigen Trichterlingen. Mit denen kann man den nämlich total einfach verwechseln. Ja, schaut euch mal den Hexenröhrling hier an. Hier können wir mal richtig schön das Rot von den Röhren sehen. Und hier am Rand, dass sie eigentlich gelb sind, also dass nur die Röhrenmündungen rot sind. Dann machen wir die mal raus. Das sind hier insgesamt 3 Stück, die hier stehen. Na. So rum. Sehr schön. Ja, schaut euch das mal an. Maronen vom Allerfeinsten. In einem besseren Zustand können sie eigentlich gar nicht sein. Also es sind heute nicht ganz so viele Steinpilze. Also bis jetzt, aber dafür sind die wirklich meistens madenfrei. Ja, der ist ja mal komisch gewachsen. Ein richtig dünner Stiel und hier sieht man auch schon die Röhren. Sind schon ein bisschen fortgeschritten, also schon so leicht gelblich. Und im Alter wird das Ganze dann olivgrün, aber ja, so sind sie noch wunderbar. Und auch wenn die Röhren schon grünlich sind, da können die noch richtig fest sein. Also es ist wirklich kein Indikator, welche Röhrenfarbe die haben, ob der Pilz schon schlecht ist. Das kann man ja ganz einfach mit dem Drucktest mal fühlen und wenn die noch schön fest sind und madenfrei sind, sind sie ja immer noch total gut zu gebrauchen. Ja, und hier stehen sie wieder, die kleinen Steinpilze. Wie gesagt, Leute, da muss man sich nicht drüber aufregen. Die wachsen nämlich nicht mehr weiter. Die kleinen Fruchtkörper kriegen keine Energie mehr vom Mycel und die vergehen da dann. Habe ich euch alles schon im letzten Video gezeigt. Wenn ich da heute wieder ein paar schöne, ja, hier sieht man schon, der wird schon ganz weich und der ist dann, ja, der Hut ist noch schön fest, der Stiel ist schon sehr weich und der ist dann morgen schon total matschig. Also, da nimmt man doch lieber sowas mit, anstatt ganz alte Pilze, die schon richtig grüne Röhren haben, die schon richtig weich sind, weil die können auch aussporen. Hier bei denen hier werden keine Sporen mehr reif, die gehen so ein und so bringen sie dem Pilz ja gar nichts bei der Vermehrung. Ja, auch die Täublinge kommen hier schon, also überall mal vor allem hier diese rötlichen, violetten. Die werde ich aber jetzt nicht probieren. Wir können uns ja mal kurz angucken von unten. Die spröden Lamellen. Das brüchige Fleisch, da fasert nichts. Die europäischen Arten der Täublinge haben auch keinen Ring. Ja, die Huthaut wäre so
meistens bis zur Mitte abziehbar. Es ist mit einer Hand ein bisschen schwierig zu machen. Aber ja, da gibt es ja die Täublingsprobe. Da bin ich schon öfters drauf eingegangen. Wenn sie scharf oder bitter schmecken, sind sie ungenießbar oder giftig. Und wenn sie mild schmecken, wären sie essbar. Ich sammle die heute nicht, weil die zwischen den Steinbissen Maronen einfach zermatschen würden. Da bräuchte man ein extra Behältnis und hier müsste man auch mal probieren, ob die essbar wären. Aber das lassen wir heute mal. Ja, nach dem Regen, da können einen die Butterpilze ja auch schon mal reinlegen. Da denkt man von oben, ah, es ist ein kleiner Steinbiss, der ein bisschen glitschig ist. Aber wenn man sie dann rausmacht, sieht man, es ist ein Butterpilz. Das ist hier die beringte Form. Hier könnt ihr auch nochmal leicht die Röhren sehen, das weißliche Fleisch. Aber die bleiben hier.